Herzlich willkommen jetzt hier. Ich denke, dass Sie alle da sind, hat damit zu tun, dass es ein unglaubliches Thema ist, das wir uns heute Nachmittag stellen. Eine Stunde für ein Thema, das so ist. Nichtsdestotrotz, irgendwo muss man anfangen und hinschauen und Anstöße bekommen und weiterdenken. Und das soll heute Nachmittag geschehen. Sie sehen das Thema dort nochmal aufgeschrieben, warum Judentum, Christentum und Islam eine, oder soll man eine betonen, Religion sind und sich trotzdem konkurrenzieren. Dazu wird uns Andreas Schwendner eine ganze Menge sagen. Ich denke vor allem auch Denkanstöße geben, damit in unseren Köpfen ganz viel passiert und weitergedacht werden kann. Schön, dass du da bist mit all deinen Hintergründen zu den drei Religionen, mit all deinem Engagement in der christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft in St. Gallen, mit all deinem journalistischen Engagement. 25 Jahre lang war Andreas Schwendner Chefredaktor des St. Galler Kirchenboten und hat, glaube ich, da weder ein Blatt vor den Mund noch irgendwas vor die Feder genommen, als man noch mit der Feder schrieb, sondern wirklich gesagt, was er dachte. Und ich denke und hoffe, das wird auch heute Nachmittag so sein. Ein runder Tisch, er nennt sich Runder Tisch der Religionen, in St. Gallen wird seit 2005 jedes Jahr dieser runde Tisch eingeladen, an dem alle Religionen gemeinsam beten. Organisiert ist der Anlass von der St. Galler Regierung. Die Regierung hat ein Interesse, dass die Religionen sich begegnen, miteinander kommunizieren. Und die Regierung hat auch zusammen mit den Religionen eine Erklärung ausgearbeitet, wo es um Toleranz, um Interesse aneinander geht, um Respekt vor den säkularen Grundlagen des Staates. Und eine Religion nach der anderen hat diese Erklärung unterschrieben. Jetzt gerade kürzlich am Bettag, da waren es die serbisch-orthodoxe Kirche, die auch dazu gekommen ist. Wir schauen das heute als selbstverständlich an, mehr oder weniger, dass man sich im schönen Schweizerland auch an einen Tisch sitzt und miteinander betet. Nicht alle Mitglieder der Religion sind so begeistert davon, dass man mit anderen zusammen betet. Es braucht dazu eine gewisse Distanz zur eigenen Religiosität, ein Vertrauen in das säkulare, moderne Bewusstsein, das auch einen Beitrag leistet zum Leben, vielleicht sogar auch einen religiösen Beitrag. Das wird das Ziel meines Vortrags sein, zu sagen, das, was wir säkulare Vernunft denken, eigentlich Feind der Religion, dass das ein Erbe der Religionen ist. Etwas Wunderbares, wo man durch die ganze Welt kommuniziert, was die Religionen verbinden kann, wenn sie diese säkulare Vernunft, die menschliche Vernunft auch würdigen und ihre Lehrgebäude dementsprechend auch mit dieser Vernunft betrachten und vielleicht auch relativieren. Aber da wird es dann schon wieder schwierig. Ich sagte, dieses Zusammenkommen der Religionen hat mit Bildung zu tun. Mit Bildung der Religionen selber, hier ein Bild der St. Galler Synagoge, aber auch mit Bildung der modernen Gesellschaft, wie weit sie ein Interesse, ein Verständnis für das, was Religion ist, auch da auch Platz hat. Das hatte vor 150 Jahren durchaus seinen Platz. Die Schule hier im Appenzellischen Stein, sie hat oben über dem Dach die schönen Worte, liebe Gott, den Nächsten wie dich selbst. Das ist ein säkulares Schulhaus. Ich weiß nicht, ob heute solche Sprüche noch
durchgingen bei einem Architekten, der das vorschlägt. Aber im Grunde ist dieser Satz, er stammt aus dem Alten Testament. Jesus hat ihn wieder sehr betont. Und wir müssen sagen, dass das eigentlich ein Satz ist, den keine Religion verleugnen wird oder sich dagegen wehren wird. Die Liebe ist so etwas Universales und dass die sich auf Gott bezieht und auf den Nächsten und sich selbst. Wer kann da was dagegen haben? Ein Extrakt der Religion, das vielleicht alle Religionen verbindet und ein Satz, der vielleicht doch auch im säkularen Kontext heute einen Platz finden könnte. Sicher eher als ein Kruzifix oder irgend so ein Symbol, das eine ganz bestimmte konfessionelle Prägung ansagt. Ich habe etwas gesagt wie von allgemeiner Religion oder das, was alle Religionen irgendwie als Grundlage haben. Das ist nämlich mehr, als wir meinen. Oft ist das, was die Religionen so unterscheidet, wo sie sich streiten, was sie so betonen, diese Unterschiede, das ist nur eine intellektuelle Oberfläche. Ich habe auch schon vom Zuckerguss gesprochen. Aber der Kuchen, das ist, dass wir Menschen sind. Das Menschsein haben wir alle gemeinsam. Alle Völker kennen Gefühle, kennen Wut, kennen Liebe, kennen Andacht. Und alle Religionen brauchen dieses Instrumental. Sie leben nur dadurch, dass Menschen da sind, die fähig sind zur Religion. Der Mensch ist fähig zur Religion, geschaffen zur Religion hin. Nun, diese eigentliche Religion, die allgemeine, die kennen wir nicht. Die ist ein Abstraktum. Aber man kann es vielleicht mit Getränken vergleichen. Sei es Wein, Bier, Coca-Cola, alle Getränke beruhen auf Wasser und Milch. Und meistens trinken wir eben irgendwie so ein Getränk mit Zusätzen. Aber das Reine, von dem alle leben, das haben wir vielleicht in unserem Trinkwasser, aber auch dort ist es gesäubert, es hat Mineralien drin. Hier ist ein Bild von Segaldini. Es ist eigentlich ein Naturbild. Bauermädchen trinkt Wasser, aber für mich drückt es etwas aus von diesem Reinen, von dem, dass der Mensch sich nährt von etwas, was allem anderen zugrunde liegt. Diese Urreligion, das Wasser des Lebens, das hier rein getrunken wird. Jetzt, dass alle Menschen zu Gott hin veranlagt sind, zu Religiosität, zu Ehrfurcht, das haben die Religionen, die monotheistischen Religionen, Islamchristen, in ihrer Anthropologie. Und was ist der erste Zusatz für eine Anthropologie der monotheistischen Religionen? Das ist, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Denn das ist nachher die Grundlage, wie der Mensch überhaupt fähig ist, Gott zu folgen, Gott zu lieben. Und der Islam hat das übernommen. Ich würde sagen, die Lehre über Adam im Islam ist sogar mir näher als unsere christliche Religion mit diesem elenden Sündenfall, wo Adam ganz verdirbt ist und auf den Messias warten muss oder auf die Kirche, um wieder ganz zu werden. Judentum und Islam haben auch die Geschichte vom Sündenfall, aber der Mensch verliert dort nicht seine Fähigkeit, mit Gott in Kontakt zu bleiben. Eigentlich auch beim Judentum, Noah. Wie hätte Noah mit Gott reden können? Hier kommen wir noch dazu. Im Koran ist die Geschichte ein bisschen anders erzählt. Wir werden heute sehen, dass der Koran die ganzen Stoffe des jüdischen theologischen Tora aufnimmt und etwas variiert. Und hier ist eine Geschichte überliefert, die wir nicht kennen. Als Gott Adam geschaffen hat, war er stolz und ein Wesen, das nicht nur geistig ist, sondern aus Körper, aus Erde geformt.
fähig, Gott zu ehren, hat den Engeln gesagt, kommt, gebt diesem Wesen Respekt. Und sie haben sich alle verneigt vor diesem Geschöpf Adam aus Lehm und doch fähig zu Gott. Es gab aber einen Engel, der hieß Iblis, aus Feuer und Geist geschaffen. Er sagte, ich werde mich sicher nicht niederwerfen vor so einem Erdklumpen, vor einem irdischen Wesen. Er hat das verweigert. Und Allah hat das traurig gemacht. Iblis hat er aus der himmlischen Welt verstoßen. Und er ist jetzt als Satan unterwegs, um zu beweisen, dass der Mensch wirklich nichts taugt. Und der Mensch, der nachher geschaffen ist und auch im Paradies lebt, und auch später, er bleibt fähig mit Gott, Gott zu finden, Gottes Stimme wahrzunehmen, aber er hat die Freiheit, auf Satan oder Gott zu hören. Er ist immer in dieser Dualität. Das haben wir bei Muslimen ganz stark im Bewusstsein. Jeder Mensch hat einen Engel Satans und einen Engel Gottes zur Seite und in jedem Augenblick können wir uns frei entscheiden, was zu tun ist. Aber so ist der Mensch veranlagt, frei den wahren Glauben von Gott zu finden. Bei den Muslimen muss man dann natürlich Mohammed annehmen und Koran, das kommt aber später. Aber prinzipiell ist der Mensch so erschaffen. Ich denke, das ist sehr wichtig, um einmal die gemeinsamen Grundlagen dieser Religionen auch zu sehen. Dass die Anthropologie eigentlich so positiv ist, positiver im Judentum und im Islam. Nun, die drei Religionen haben sich ausdifferenziert. In ihren religiösen Schulen wird oft nur das Trennende gelehrt. Also, wenn wir den Islam behandeln, dann wird gesagt, ja, das ist eine Gesetzesreligion, ja, die anerkennen Jesus nicht als Gott. Und die Muslime, ja, Christentum ist das, dass die sehen Jesus als Gott an, die machen drei Götter. Also es wird das Trennende hervorgehoben. Eigentlich wollen wir uns aber auf das Gemeinsame konzentrieren, jetzt auch heute. Man könnte über das Trennende ganze Vorträge halten, deprimierende Vorträge, mit, wie das Trennende gezüchtet wird und hochstilisiert wird, um Gruppenidentitäten zu schaffen, um aufeinander loszugehen, das wird oft hochgezüchtet. Die monotheistischen Religionen verfolgen, die haben zusammen nicht nur einen wunderbaren Ursprungsmythos, sie haben ein gemeinsames Telos, ein Ziel. Mehr als die asiatischen Religionen haben alle diese Religionen die leibliche Auferstehung als Ziel, das Zusammenkommen bei Gott, das im Paradies wieder, aber als gereifte Menschen, die die Bewährung des Lebens bestanden haben. Es gibt eine Apokalyptik in allen drei Religionen, wo Endzeitlehren, was in Zukunft noch passiert wird, das verbindet die Religionen. Und in der St. Galler Synagoge haben sie damals 1870 extra Sprüche gewählt, die für alle verständlich sind, aber ein bisschen nicht, doch auch sehr selbstbewusst. Mein Haus wird ein Bethaus für alle Völker heißen. Aber das sagen, meine die Juden natürlich nicht, dass sie das sagen. Ihr Haus wird ein Bethaus sein. Es ist der Gott, den sie verehren. Der wird ein Haus bilden für alle Völker und Nationen. Das ist dann auch der Anspruch vom Islam und vom Christentum, quasi dieses weltweite Haus zu bilden. Denn die Juden blieben ja unter sich. Sie haben nicht missioniert. Aber das Christentum hat das Judentum global gemacht. Und der Islam wollte das Christentum korrigieren in seinen Fehlern. Ein paar biblische Gestalten. Noah kommt auch vor, hier ein Bild aus Tunesien. Was Mohammed, jetzt muss ich aufpassen jeweils, was ich sage, was Mohammed besonders Eindruck gemacht hat, darf man eigentlich nicht sagen im Islam, sondern
was der Koran offenbart hat. Denn der Koran hat nicht Mohammed erfunden, sondern er ist von Gott auf Mohammed gekommen. Aber als säkulare Menschen, die den Koran auch kritisch erforschen dürfen, wollen wir auch mal so Sätze sagen wie: Mohammed hat am Noah Gefallen gefunden, weil er auch ein Warner war in seiner Zeit vor dem Gericht, das kommen soll, eine Rolle, die im Islam bei Mohammed eine große Rolle spielt. Im Christentum bleibt stark, oder auch im Judentum, die Erinnerung daran, an diesen Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Er hat nämlich schon mit Adam Gesetze gegeben, wie das mit der Nahrung ist und all, und bei Noah auch nochmals, für die Zeit nach der Sintflut. Jetzt darf er Fleisch essen, aber kein Blut. Töten ist auch verboten. Und es gibt ein paar Gesetze, das nennen die Juden die noachitischen Gebote. Und die Gebote, die sind ja noch vor Mose, die gelten eigentlich für alle Menschen, weil sie gegeben wurden, als die Menschheit wieder neu entstand, aus Noah und seinen drei Söhnen. Die noachitischen Gebote seien allen Religionen inhärent, darum könnten eigentlich auch die Völker, die Heiden für die Juden, auch sie können das Leben bei Gott erlangen, wenn sie diese Gebote behalten. Und im Judentum warnt man sogar Leute, die zum Judentum beitreten wollen: Folgt doch diesen 7 Geboten, ihr werdet alles erreichen bei Gott. Wenn ihr zu uns kommt als Juden, dann habt ihr sehr viele Gebote und das Leben wird schwer. Und das Judentum hat irgendwie eine spezielle Mission mit diesen vielen Geboten, mit dieser Sturheit, sage ich jetzt mal auch, aber die dann quasi gemacht hat, dass sie in die ganze Welt vertrieben wurden und wie eine Saat den Monotheismus in die Welt zu bringen. Mit ihrer strengen Religion bis heute verfallen sie auf, mehr die Orthodoxen, es gibt auch die ganz säkularen Juden. Abraham ist die zentrale Gestalt, wenn wir von einem Verbindenden von allen drei Religionen sprechen. Der Glaube ist es, was Abraham auszeichnet. Er hat seine Vaterstadt, sein Vaterland verlassen, ist im Glauben an den einen Gott einfach losgezogen und erhielt die große Verheißung, die jetzt sehr ausschlaggebend ist: Segnen will ich, die dich segnen, wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen. Ein Segen sollen durch dich erlangen alle Sippen der Erde. Das ist ein ungeheurer Anspruch, der da im 12. Kapitel von der Genesis steht, dass da von einem Mann ein Segen für alle Sippen der Erde ausgehen soll. Damit braucht Abraham aber Nachkommen, der soll ja auch irdisch verwirklicht werden. Und auch da wieder, er ist schon uralt, hat immer noch keine Kinder. Da kommt die Geschichte mit der Magd, die ihm den Ismael gebärt. Und dann endlich die Sarah auch, den Isaac. Den Streit zwischen den Frauen kann man sich vorstellen, auch mit dieser Verheißung. Hagar wird weggejagt. Aber in der Bibel wird dann schlussendlich doch gesagt, dass aus beiden, aus Ismael und aus Isaac, ein großes Volk hervorgehen wird. Und die Araber berufen sich, sie sind Nachkommen von Ismael. Der Abraham musste seinen Sohn opfern. Eine sehr schwierige Geschichte, wie die ausgelegt wird. Also, dass man so sehr Gott glaubt, um, wenn man endlich einen Sohn hat, um diese Verheißung zu erfüllen, soll man ihn wieder opfern. Es geht wahrscheinlich um die Kraft dieser Verheißung, dass diese geprüft wurde, oder in dieser Geschichte. Im Islam ist es Ismael, der geopfert wurde, und zwar in Mekka. Jetzt hören wir schon, wie da ein bisschen die Sache verschoben wird. Der Islam will auch seine Anknüpfung an diesen Segen. Abraham ist übrigens in der Zeit um Jesus auch der, der man, die Toten kommen in den Schoß Abrahams. Er ist wie der Urvater, der also auch für die Ewigkeit etwas darstellt. Später haben wir Vorstellungen in den Katholiken, wir kommen in den Himmel zu den Heiligen, zu Christus, oder dann kommt die
Offenbarung gibt die himmlische Jerusalem als Ort, wo wir uns wiedersehen werden. Das Bild zeigt, mit dem will ich nur erinnern, dass das Neue Testament mit dem Satz anfängt: Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also der Messias, der Jesus, das ist der erste Satz, er ist Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham wird bei uns nicht so betont, aber der David, der spielt eine große Rolle. Einfach, weil es die Königslinie ist und Christus wurde zum König, mittelalterliches Bild. Sie sehen, wie die Trinität ausgeschlachtet wurde, um politische Herrschaftssysteme zu legitimieren. Da ist der Kaiser und der Prinz also dargestellt. Es ist fast schon für uns im Gespräch mit Muslimen wäre das sehr peinlich, solche Bilder zu besprechen. Ich komme zum Josef, der ja nach Ägypten kam, und darum kamen die Brüder alle nach Ägypten, und in Ägypten wurde Israel ein Volk. Alle 12 Stämme sind in Ägypten groß geworden, haben das Erbe Ägyptens aufgenommen. Der Josef dort, der Koran weiß mehr über die Geschichte von der Frau Potiphar. Der Josef muss ungeheuer schön gewesen sein. Und der Koran entschuldigt quasi die Frau Potiphar. Man erfährt nicht, ob etwas war wirklich, aber die wollte ja mit dem Josef schlafen und er hat sich geweigert nach der Bibel. Hier zeigt Frau Potiphar ihren Freundinnen die Schönheit des Josef. Und die schälen alle Orangen und haben sich in die Finger geschnitten, weil sie so geblendet waren. Ich arbeite noch als Gefängnisseelsorger. Diese Geschichte hat mir zuerst ein algerischer Häftling erzählt. Und er hat das mit so leuchtenden Augen erzählt, diese Schönheit vom Josef, also dass ich dann dieser Geschichte nachging und sagen musste, wir werfen den Muslimen vor, dass sie nicht das Alte Testament lesen, um auch noch diese Geschichten im Ursprung zu sehen. Aber wir können ja auch mal die Geschichten vom Islam her noch, diese Ergänzungen, die Geschichten haben ihn damals im Orient gewandert. Ganz zentrale Gestalt ist Mose. Für Mohammed natürlich auch ganz stark. Diese Geste, ein Buch vom Himmel zu holen, das wird nachher im Islam wie eine Redewendung. Alle Propheten haben Bücher bekommen von Gott. Gott hat ihnen gegeben, zu jeder Zeit, wie ein Gesetzbuch. Und der Prototyp ist quasi dieser Mose. Hier im Bild sieht man ihn, ein Buch wird ihm überreicht. Die ersten 5 Bücher Mose sind ja das ganze Alte Testament, die Taura. Das ist die Grundlage des Judentums, die Gesetze, nach denen sie leben sollen. Und natürlich ist die Tora über Jahrhunderte entstanden. Der Koran ist vielleicht auch über längere Zeit entstanden und ist nicht so plötzlich wie vom Himmel herabgefallen. Aber das Bild dient doch als Urbild. Es ist, diese Inhalte stammen aus einer anderen Welt, sie stammen von Gott. Hier haben wir noch rechts, links eine christliche Darstellung, wie Mose die Gesetze erhält. Und da fällt uns auf, dass eine Gestalt wie Christus ihm die Tora überreicht. Sie finden auch Schöpfungsdarstellungen aus dem Mittelalter, wo Jesus als Schöpfer waltet. Er ist das Gesicht Gottes, die Menschlichkeit Gottes, die eigentlich der Offenbarer. Und ob das legitim ist, die alte Christologie, die hat im Alten Testament überall schon Christus am Werk gesehen. Denn Christus ist ja ewig beim Vater, der ist nicht irgendwann gekommen. Die Menschlichkeit Gottes ist nach dem Christentum, Gott ist trotzdem eins, und dann ist in dieser Einheit ist von Anfang an auch schon Geist und Sohn. Kompliziert. Die Christen sind wirklich kompliziert mit ihrer Trinität. Zur Entspannung eine kleine Musik aus der Synagoge in St. Gallen. Thank you.
1870 in St. Gallen gebaut, im maurischen Stil, also völlig inspiriert von der islamischen Architektonik. Ein Konzert von der CJK St. Gallen organisiert. Religionen müssen ihr Erbe weitergehen, sonst gehen die sie da nieder. Also ein Ruf auch an die Christenheit, wenn wir unsere Religion, unsere Geschichten nicht weitergeben, dann wird sie schwach und kann missbraucht werden. Aber wie wird Religion unterrichtet? Das ist die große Frage. Traditionell in allen drei Religionen, da werden die Schriften studiert und die Schrift wird aus der Schrift heraus interpretiert und dann kommen noch die dogmatischen, der Katechismus, der das alles systematisiert und das gibt so eine klare Lehre, wo man abgrenzt gegen außen und innen. Heute können wir uns das nicht mehr leisten. Also die Fundamentalisten werden wir immer haben. Ich denke, vielleicht bis in die Endzeit. Die sollen auch als Warnung an uns da sein, weil die, irgendwie kommen sie ja auch tiefer rein, aber sie bleiben weltfremd. Diese Zugänge zur Welt oder zur Schrift finde ich in diesem Bild von Giorgione aus 1508 sehr schön dargestellt. Drei Arten, die Welt zu sehen, vielleicht drei Zeitalter oder drei Stufen der religiösen Vernunft. Sie haben den Alten hier, ein Asket, ein Eremit. Man sieht ihm an, dass er tief in die Geheimnisse der Religion eingedrungen ist. Vielleicht auch, ist er auch ein Philosoph des Griechentums, der die Tiefen der Welt erforscht hat. Wahrscheinlich unverheiratet, lebt in den Höhlen und will sich gar nicht mit der Politik auseinandersetzen. Er verwirklicht die Tiefen des Glaubens. Dann haben wir in der Mitte den Philosophen, den muslimischen Gelehrten. Er schaut auf dieses Alte hin, aber er versucht es als aufrechte Gestalt in Verbindung zu bringen mit der modernen Welt. Und das hat der Islam geschafft. Nämlich, Islam waren über Jahrhunderte Hochkulturen. Man hat sich mit den Griechen auseinandergesetzt und man hat trotzdem auch die Technik genutzt. Man hat Medizin erforscht, man hat die Regierungskunst beherrscht, man hat wunderbare Kunstwerke gemacht. In der Waffenproduktion war man gut, gehört dazu heute auch. Aber die Erforschung der Welt und der Natur blieb dem Wissen der Religion verbunden. Also man durfte nicht zu weit gehen. Naturkundebücher vom 17. Jahrhundert, aus in Zürich gedruckt, die beginnen mit Adam und Eva. Also bis ins 17. Jahrhundert hat man auch bei uns noch die Geschichte, auch Geschichtsbücher, religiös. Das hat erst mit Darwin und so gewechselt. Das ist, darf man nicht vergessen, das ist noch nicht lange her. Jetzt haben wir aber den dritten Philosophen hier. Eine noch junge Gestalt, die irgendwie liebevoll mit Zirkel und Maßstab in die Welt schaut. Er schaut in die Dunkelheit der Natur hinein, hinter ihm irgendwie ein Morgen, die Aufgang der Morgenröte. Er erforscht die Welt mit Beobachtung, mit Empirie. Er ist der Anfang in der Renaissance wie Leonardo da Vinci, wo man die Perspektive entdeckt. Man entdeckt, dass es noch andere Kontinente gibt, dass die Erde rund ist. Und auch soziologisch, es gibt andere Völker, die haben andere Religionen. Es beginnt eine ungeheure Herausforderung mit dieser exakten Sicht für die Religionen, die Aufklärung. Sie machte ihre Rennen rapide im 17., 18. Jahrhundert, die französischen Kritiker. Freiheit, man darf denken, wie man will, Religionsfreiheit, was für eine Errungenschaft,
Egalité, alle Menschen sind gleich, keine Schichtengesellschaft, und Fraternität, Brüderlichkeit. Das sind die säkularen Werte der Moderne, die den Religionen arg Konkurrenz gemacht haben und sicher auch zum Guten. Aber man hat den Kirchen Besitztümer weggenommen. Säkularisiert heißt das. Säkularisation, säkulare Welt, das kommt. Die Kirchen werden auf die Seite gedrängt, sie dürfen noch ihre Gottesdienste, aber die Welt gehört der Gemeinschaft, der Respublika. Und dort verwalten sie die Menschen. Hier kommt ein Weisheitsengel der modernen Zeit und bringt dem Eidgenossen die neuen Waffen für die, uns ihn zu rüsten für die moderne Zeit. Jetzt dieser Text da, müssen wir jetzt nicht lesen, ich will ihn zusammenfassen. Es kommt in der Theologie die historisch-kritische Methode auf. Das hat mit Lessing angefangen, dass man sagt, wir müssen auch mal schauen, aus welchem Zusammenhang sind diese Texte entstanden. Und wer hat sie geschrieben und wie wurde er überliefert. Und was für eine literarische Form ist das? Ist das eine Legende oder ein Mythos? Und so hat man ganz neue Zugänge zur Bibel. Es ist nicht einfach alles direkt Wort von Gott. Katholische und evangelische Universitäten in der Schweiz arbeiten nach dieser Methode, aber darum wird diese theologische Wissenschaft irgendwo auch ein bisschen flach. Es wird nur noch erforscht, das hat er von dort und dort abhängig, das kommt aus Babylon. Und es wird von frommen Kreisen gewarnt, an der Theologie zu studieren, weil man den Glauben verliert. Man merkt plötzlich, das ist ja alles so menschlich entstanden und aus... Also das ist in Europa, in Amerika zum Teil gibt es frei, es gibt auch bei uns freikirchliche Universitäten, aber das ist in der Religion noch überhaupt nicht durchgedrungen, dass man sich dieser modernen Denken stellt. Und im Islam immer noch ein großes Tabu, wobei ich jetzt festgestellt habe, Wikipedia berichtet über all diese Themen vom Islam und vom Koran und er benutzt diese historisch kritische Methode. Also Wikipedia ist irgendwo ein großes, geniales Instrument, wo jederzeit schnell kann nachschauen, aber die haben auch eine ungeheure Verantwortung, weil sie das Wissen in die Welt verbreiten, in allen Sprachen. Ah ja, hier wollte ich eigentlich damit zeigen, ein Künstler hat Bibeln eingemauert. Die Bibel ist uns durch dieses moderne Denken wie verschlossen. Was müssen wir tun, um wieder diese Tiefen, wie bei diesem alten Philosophen, wieder da reinzukommen? Es gibt eine schöne Geschichte im Neuen Testament, die auf Jesus zurückgeführt wird. Ein König wollte eine Hochzeit machen für seinen Sohn. Er lud seine besten Freunde ein. Und als es dann soweit war, schickt er die Knechte heraus, kommt, alles ist bereit. Und sie hatten Ausreden. Ah, ich habe gerade geheiratet. Ah, ich habe gerade etwas gekauft, ein Land gekauft. Und der König wurde zornig. Bei Matthäus werden die Eingeladenen so, die bringen die Botschafter um und werden nachher auch getötet, weil sie die Propheten getötet haben. Und das Gastgeber ruft nachher, geht hinaus auf die Straße und ruft die Lahmen und die Krüppel und die Blinden. Die könnten wirklich die Heiden gemeint sein, also die Nicht-Juden, die ein bisschen, aber die sollen jetzt kommen, um zum großen Gastmahl zum Eingeladenen. Wie Jesus dieses Gleichnis benutzt hat, wissen wir nicht, kommen wir nicht ran. Wir kennen nur die Überlieferungen bei Matthäus und Lukas und dort sind sie bereits richtig anti-judaistisch, weil die waren schon in einem Kampf mit den Juden, als die Evangelien geschrieben wurden. Und da sagt halt Jesus zum Beispiel, die ersten Eingeladenen, die werden ein himmlischen Mahl auch nicht dabei sein. Wenn man das fundamentalistisch liest, die Juden werden ganz sicher nicht in der ewigen Welt dabei sein. Und das kann man dann noch weiterleiten, also wieso sind sie, wie existieren sie überhaupt, wären sie Christen, dann könnten sie dabei sein, oder was auch immer, das wurde gemacht. Also darum müssen wir, wenn wir die Zeitgeschichte kennen,
müssen wir auch halt unsere Texte ein bisschen vom hohen Ross runternehmen und sagen, da hat es zum Teil üble Sätze drin, in Kampfsituationen, wie man das beim Koran heute auch macht. Zum Teil, der Mohammed, der musste um sein Überleben kämpfen, die werden fast verhungert. Also, am Schluss sind da die Leute, die weggehen und nicht dabei sind, der St. Galler Künstler Willi Fries, der sich sehr in der Kirche engagiert hat, ein Toggenburger, er hat überall Menschen aus seinem Umfeld gebracht. Und bei ihm sind sie im Gleichnis, diese Herren mit den schönen Hüten und die Reichen, die Küppli-Leute, wie er sie nannte, die kümmern sich nicht darum, die laufen weg. Also man kann die Gleichnisse dann doch auch wieder brauchen, weil die, die es damals abgelehnt hat, die Ablehnenden sind immer da. Mich fragte ein Mann im Gefängnis, ich verstehe einfach nicht, können Sie mir das erklären, warum haben die Juden den Messias, den Jesus, abgelehnt? Das konnte mir noch niemand erklären. Das wäre doch eigentlich so wichtig. Und jetzt stellen Sie sich vor, so eine gut organisierte jüdische Hierarchie, Pharisäer, Sadduzäer, die haben ihre Delegierten, das oberste Gremium, und die haben im Römischen Reich ihre Vorrechte gehabt. Und dann zieht irgendeiner im Land herum mit Fischern, Frauen gehen dem mit auch nach, da und dort predigt er wieder was. Und jetzt soll dieses oberste Gremium entscheiden, ich glaube, wir haben den Messias, der Erlöser der Welt, die Endzeit ist da. Unvorstellbar. Also, die wären direkt unverantwortlich, das könnte auch völlig daneben gehen. Also, dann hätten die ja diesen Jesus quasi für sich genommen und ich weiß nicht, was das für ein Christentum gegeben hätte. Ich spekuliere ein bisschen. Aber Jesus hat mit seinem Tod gespielt, weil der Märtyrer ist immer ein Mysterium. Und dadurch ging das Christentum hinaus. Also, nein, ging dieser Jesus wurde zum Botschafter, das etwas in die Welt hinauszutragen. Wir werden das noch hören. Aber dass die Juden den nicht angenommen haben, wo wird ein offizielles Gremium so jemand als Messias erklären? Aber die ganzen Darstellungen um diesen Tod, die sind natürlich eben schon von diesen Evangelisten so gezeichnet, dass die Juden blind sind. Die Synagoge hat hat das nicht gesehen. Der in Verratenheit heißt Judas. Diese Passionsgeschichten muss man sehr aufgeklärt lesen. Auch eine Bachpanspassion, Matthäus-Passion, da hört man die Juden schreien, kreuziget, kreuziget, kreuziget. Und es gab ihn der Papst, der Alte, hat da in der Liturgie gesagt, dass mit der Verurteilung der Juden, das ist also doch noch nicht ganz geklärt. Das wird eine Diskussion bleiben um diesen Tod Jesu, der aber das Christentum erst möglich gemacht hat. Diese ersten Gemeinden, die waren da und dort und die hatten kein Neues Testament. Die mussten nun nach dem Tod Jesu irgendwie Worte finden. Wer war dieser Jesus? Was hat er für eine Bedeutung für uns? Und sie haben im Alten Testament vieles gefunden, was diesen Jesus gedeutet hat. Jesaja spricht von einem Knecht Gottes, der die Wahrheit in die Welt hinausträgt. Das ist das Wort, das dann bei der Taufe bei den Evangelisten ertönt von Gott. Ganz kritische Wissenschaft sagt, ja, das ist genial erfunden, genial zusammengestellt in diesen Evangelien. Jede Kirchgemeinde bis heute hat irgendwie ihre Jesusbilder. Das Christkindlein, das Süße an Weihnachten. Das sind kulturelle Bilder. Das wäre mal wert, einfach diese Metamorphosen, zu was wir Christus alles machen und wer er wirklich ist, das wäre ein Thema. Was ist der Christus? Ist er der, wie wirkt er? Wo ist er? Aber
diese Urbilder, alle aus dem Alten Testament genommen, die haben die Juden nicht erfunden. Die haben sie schon aus Babylon, Ägypten, aus Assyrien und Griechenland. Das sind zum Teil Herrschaftsbilder, das sind Königsbilder, die die Juden in ihren Monotheismus aufgenommen haben. Das sind wie Archetypen, die die Menschen immer wieder brauchen, um die vom Himmel her irgendwie die Welt zu ordnen. In der Apokalypse erscheint der Menschensohn. Ich beschäftige mich viel mit der Apokalypse und ich habe immer wieder, frage ich mich, dieser Menschensohn, der dem Johannes erschien, der hat ein Schwert, der hat aus dem Mund, der hat feurige Füße. Ist das Jesus? Und gerade gestern noch mit Dorothea gesprochen, ob jetzt diese Bilder Projektionen sind, Hoffnungsbilder von Menschen, wie wir träumen aus unserer kulturellen Futter, das wir aufnehmen, sehen wir nachher so Bilder auch so. Und wir fanden dann, ja, es ist beides, es kommt von oben und es kommt aus den Menschen und mixt sich so wie bei den Träumen. Aber das ist eine eigene Psychologie, Religionsphilosophie, die man da... Die Christen haben natürlich dann auch mit Pfingsten wirklich die schönsten Sätze, die schönsten Verheißungen aus dem Alten Testament genommen. Der Jeremia sagt, ich werde das Gesetz in ihr Herz schreiben, sie werden mich kennen, sie werden einander nicht mehr belehren, wenn der Heilige Geist kommt. Dann werden sie das Gesetz kennen. Augustinus sagt dann am Schluss, liebet, dann erfüllt ihr alle Gesetze. Also wir brauchen kein Gesetz mehr, weil wir den Heiligen Geist haben. Pfingsten, der Beginn der Kirche. Kirche ist so eine Gemeinschaft, wo alle direkt mit Gott kommunizieren. Ein ungeheurer Anspruch, der wir aber einfach mal als Hoffnungsbild oder als Verheißungsbild stehen lassen. Das Römische Reich war der Ort, wo sich das Christentum verbreitet hat. Ich zeige Ihnen ein Bild aus der St. Galler Stiftsbibliothek. Da haben die Fürstäbte noch einmal alles gegeben. In ihrer Bibliothek die vier Konzilien gemalt. Das ist ein Konzil, das erste von Nicea, wo das Glaubensbekenntnis beschlossen wurde, 325. Ob damals die Bischöfe schon alle so nach der römischen Hierarchie mit den Hüten unterwegs war, glaube ich nicht. Es war noch nicht Staatsreligion damals. Die Bischöfe, die müssen noch recht in asketischen Kleidern sich getroffen haben. Aber es waren Hunderte, die aus dem ganzen Orient zusammengekommen sind, um darüber zu diskutieren. Vor allem über die Göttlichkeit von Jesus. Und da gab es schwere Auseinandersetzungen. Der Kaiser Konstantin, vor einem Jahr wurde er Kaiser, der hat sich umgeschaut, der merkte, die römische Religion, die ist bankrott. Judentum kann ich nicht wählen. Das Christentum allenfalls, das Judentum beerbt. Und er hat sich in dieses Konzil eingemischt und es gab damals die Arianer, für die ist Jesus nicht Gott, sondern eine untere Hypostase, die dann irgendwie den Menschen das Göttliche vermittelt. Schon der Johannes in seinem Evangelium sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Der Logos ist Jesus, der Logos. Jetzt haben wir schon wieder ein neues, Jesus ist auch der Logos, die Weltvernunft, mit der Gott die ganze Welt erschaffen hat. Aber das ist der Clou des ganzen Christentums, dieser Johannessatz, dieser erste Satz. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und alle Dinge sind aus dem Wort geworden. Und das Wort war das Licht der Menschen. Sie haben es nicht angenommen, aber dann hat es sich, es wurde Fleisch und hat sich offenbart. Das ist alles drin, dass Gott, nämlich Anomoios, sagt, nicht wesensgleich, sagt dieser schwarze Arius, und vom Himmel her kommt die Stimme Homoousios, gleichen Wesens, Kaiser Konstantin da unten, er vernimmt das und sagt, so, jetzt das soll gelten. Er ist gleichen Wesens mit dem Vater. Und die Arianer, die ganz Nordafrika bewohnt haben, die wurden brutal ausgerottet. Also da müssen wir dem Mohammed nichts entgegenhalten.
die haben sich gestritten über diese Sachen, die wir heute gar nicht mehr verstehen, um was es da ging. Vater unser, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name. Wie im Himmel, so auch auf Erden, geheiligt werde dein Name. Unser tägliches Brot gib uns heute, geheiligt. Unser Vater ist ein sehr jesuanisches Gebet. Da gibt es keine so verrückten Christologien drin. Er betet zu seinem Vater im Himmel. Wir kommen zu Mohammed und ich mache da jetzt ein bisschen vorwärts. Bis hierher, bis zu der heutigen Jordanien, reichte das Byzantinische Reich. Die arabische Halbinsel war polytheistisch, aber auch viele Christen und Juden, einzelne Stämme lebten da. Das war wie eine freie Zone außerhalb dem Byzantinischen Reich, wo auch christliche und jüdische Schulen überleben konnten, die nicht ganz konform waren mit dem schon vereinheitlichten byzantinischen Theologie. Und mit solchen Leuten muss Mohammed in Kontakt gekommen sein. Jetzt erkläre ich den Koran aus dem Begegnung, aus dem irdischen Leben von Mohammed. Aber ja, der Koran, es kann etwas vom Himmel kommen, was durchaus durch unsere Erfahrungen bereichert ist. Und der Mohammed hat gut zugehört, hat die Geschichten aufgenommen, hat die Juden und die Christen beobachtet, hat gesehen, wie sie sich vor Maria niederwerfen. Also da gab es verschiedene Sachen, die ihm da bekannt geworden sind. Und er litt darunter, das ist jetzt meine Hypothese, dass für die Araber nicht auch so ein wunderbarer Monotheismus zustande gekommen ist. Und er war oft da in einer Höhle, die wird bei Mekka noch immer verehrt, hat sich da zurückgezogen. Er kannte auch Leute, die sich auf Ismael zurückführten, Hanifen, die haben sogar gesagt, wir leben den Glauben Abrahams. Das hat Mohammed auch stark beeinflusst. Und in dieser Höhle hat er dann seine ersten Offenbarungen bekommen. Der Engel Gabriel hat ihm gesagt, rede, rezitiere. Und er wollte zuerst nicht, er wusste nicht. Und dann kam der erste Satz, der über die Schöpfung, der Herr macht den Menschen aus einem Embryo ein. Eigentlich gewöhnlicher Satz, aber eigentlich wunderbar, wie der erste Satz, den er offenbart bekommt, wie der Mensch entsteht, von Engel Gabriel mitgeteilt. Hier auch das schon in der Darstellung, es ist wie ein ganzes Buch, das Mohammed erhält, aber die Suren sind ja nach und nach auf ihn gekommen und in seinen Freundeskreisen haben die diese Worte auf Arabisch gehört. Und mussten sagen, eine so schöne Poesie, das kann ein Mensch nicht erdenken. Die müssen wirklich wunderbar geklungen haben, was Mohammed da jeweils von seinen Offenbarungen den Freunden mitgeteilt hat. Sie haben das auch auswendig gelernt. Der Islam ist am Anfang sehr eine musikalische Offenbarung, eine Poesie, die einfach überzeugt hat, Kraft der schönen Worte. Also darum, wenn Sie in islamischen Ländern das Gebet, Ruf hören, machen Sie nicht, ach, jetzt lästig oder so, sondern hören Sie zu und nehmen Sie das als Klang der himmlischen Offenbarung für den Moment. Es gibt eine Sure 2-3, wo Mohammed auch einmal eine Himmelsreise macht, von Mekka bis nach Al-Aqsa-Moschee, zum Tempelplatz. Mit der Zeit und, kommen diese Suren immer mehr so Brücken zum Judentum und auch zu den Plätzen, die die Juden für sich beanspruchen.
was wir heute dann noch in diesem Kampf um den Tempelplatz fast täglich erleben können. Jetzt gehört er den Muslimen. Es ist ein besonderer Platz. Abraham soll dort geopfert haben, oder hat er doch in Mekka geopfert. Aber diese Reise von Mohammed, geistig, auf einem Wurak, das ist dieses Pferd, soll er in Jerusalem gewesen haben, dort gebetet haben, und kommen weitere Traditionen dazu, dass er sogar von Engel Gabriel in die siebten Himmel hinaufgeführt wurde und dort Propheten gesehen hat und Gott gesehen hat und das Buch, das himmlische Buch. Da heißt, der Koran ist ewig, er ist im Himmel immer da. Aber das haben die Juden auch vom Tora gesagt, das ist im Himmel da, das Wort. Und die Christen ist das Logos, das lebendige Wort Gottes, das dynamisch ist. Er bringt das Buch herunter, den Koran. Mit diesen Himmelfahrten ist der Mohammed auch quasi wie die alten Propheten. Die sind auch den Himmel aufgestiegen, der Ezechiel, und hat seine Gottesvisionen gehabt. Das hat hier jetzt der Mohammed auch, das gehört zu einem großen Propheten, die Gottesschau. Und auch die ganze Engellehre, die Esoterik knüpft hier an bei diesen Geschichten. Der Islam hat auch eine große Esoterik mit den verschiedenen Himmeln, vor allem dann auch im schiitischen Islam, Aufstieg in die Himmel. Ich hatte mal mit einem Muslimen, einem Konvertit aus dem Judentum, ein kleines Ritual gemacht, wo wir singend mit Texten aufgestiegen sind bis zu Adam, um die Urgestalt des Menschen wiederzufinden. Das sind so Sikhs, so Rituale, mystische Rituale aus der islamischen Welt. Mohammed musste aber seine Prophetie hart erkämpfen. Er hatte viele Feinde, er musste Mekka verlassen, kam nach Medina, hatte dort erste Freunde, die den Islam gründeten. Dann aber hatten sie kaum zu essen. Sie haben die mekkanischen Karawanen überfallen, sie haben jüdische Oasen geplündert. Das ist aber alles sehr komplex, was da gelaufen ist, weil sie nicht zum Islam gekommen sind. Mohammed war auf jeden Fall nicht nur ein Prophet, sondern auch Gesetzeslehrer, ein Reformer, ein Feldherr, ein Organisator, ein Politiker. Darum im Koran wird die Welt organisiert, die Scharia, was wir im Christentum so in den Evangelien nicht finden. Jesus war ein Wanderprediger, der aber im Hintergrund sein Judentum hatte. Hier sehen Sie, wie schnell der Islam sich verbreitet hat. Wir sind jetzt nur 700 Jahre später als die Karte vorher mit dem Römischen Reich. Ganz dunkelrot, noch unter Mohammed. Dann die Zwischenfarbe in den nächsten 30 Jahren unter den ersten drei Kalifen und unter den Umayyaden bis 750 das ganze Nordafrika bis Spanien. Also es ist ein Phänomen, und das ist Handel, Mission, natürlich auch Krieg, aber der Islam hat in dieser Zeit die Kultur hochgehalten. Bagdad, Damaskus waren die Weltstädte wie heute New York oder Zürich. Ja, gibt heute viele Facebook-Gruppen, Anlässe oder wie hier, wo man darüber spricht. Wie ist das? Was verbindet uns? Was für Muslime gab es verschiedene Bücher, die sind alle okay, die müssen wir auch annehmen, auch alle alten Propheten. Aber dann kam die neueste Offenbarung, die letzte. Und wer an dieses letzte Gesetz glaubt, ist recht geleitet und ist ein richtiger Muslim. An sich sind alle Menschen als Muslime geboren, aber wir sind jetzt halt als Christen ein bisschen falsch geleitet, indem wir stehen bleiben bei unseren Schriften mit diesen komischen Ideen von diesen drei Göttern. Und die Juden, die wären eigentlich den Muslimen so ähnlich, und das Gesetz ist jetzt erneuert, aber
Man kann nicht verstehen, warum sie immer noch daran dran an ihren Gesetzen halten. Aber die Muslime haben, die Juden haben im islamischen Welt besser überlebt als in der christlichen. Die waren zum Teil in sehr guten Beziehungen. Und heute geht es weiter. Die drei Religionen sind nebeneinander im Gespräch. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an Ich habe Ihnen schon gesagt, ich arbeite noch im Gefängnis und da habe ich mit sehr vielen Leuten aus allen Religionen zu tun. Viele Leute aus Nordafrika, auch aus dem Balkan. Die Nordafrikaner sind sehr selbstbewusste Muslime, auch wenn sie Halunken sind. Sie bleiben Muslime und ihr Ziel ist, mich zu missionieren und doch den das Bekenntnis auch zu sagen, also von vielen, der salafistische Einfluss war in Nordafrika stark. Hingegen die Balkanleute aus Albanien, Montenegro, Kosovo, auch die Christen, Serbien, die sind europäisch-kommunistisch sozialisiert, das merkt man noch ganz stark. Sie sind weltgewandt, und das ist ihnen wichtiger. Natürlich sind sie Katholiken als Kroaten und Serben orthodox und als Muslime. Aber in der Regel, sie können die Gefängniszelle teilen. Das, was säkular ist, verbindet sie viel mehr. Oder das, was der Typ als Mensch, das Menschsein, verbindet sie viel mehr als diese Religiosität, die dann je nachdem fast so penetrant hervorkommen kann. Eine Moschee aus Albanien, ich war vor 3 Jahren in Albanien. Es gibt noch Überreste, da hat ja der Kommunismus sehr gewütet. Es gab ein paar neue Moscheen, wunderbar errichtet in Albanien, die waren aber leer, geschlossen. Also da hat man irgendwo mit fremden Geldern versucht, in Albanien wieder den Islam aufzubauen. Aber die Menschen, es ist nicht einfach, sie wieder dahin zu bringen. Unten eine ganz neue Moschee in Wiel, St. Gallen. Man hat lange gekämpft, bis die zustande kam, wegen Verkehr oder also, ob es dann der Verkehr wirklich war, damit man das nicht erlaubt hat. Aber der Imam hat sich bemüht, um darzustellen, ist alles aus eigenen Geldern finanziert und es gibt Räume drin für Gespräche, für Jugendgruppen und also. Es unterscheidet sich gar nicht mehr so groß von einer Kirchgemeinde bei uns, wobei auch schon frühere Moscheen hatten soziale Räume, wo man sich traf, gekocht hat, gegessen und Armen geholfen hat. Ich denke, es ist wichtig, dass die Religionen leben, und zwar nicht in Hinterhöfen, sondern auch in schönen Häusern, wo sie stolz sein drauf können, wo sie Anschluss finden an unsere Kultur und auch im Gespräch bleiben, wie das Bild vorher, eine Führung auch in einer Moschee, wo sie alles zeigen und erklären. Denn die Leute gehen hier zur Schule, sie haben hier Berufe und wir wissen nicht, wie
diese Integration in unsere säkulare Welt sich auf die, ihre Religiosität auswirkt. Aber bei uns, wenn man diese beiden Chancen erlaubt, gut verankert im Säkularen, Würde und Respekt für die Religion, dann kann sich das gegenseitig befruchten. Nämlich die säkulare Welt, die kann auch hochmütig werden und nur Religion mit Spott und mit Verachtung betreiben, bis zu Phänomen Hitler, was sich auch als etwas Säkulares herausgegeben hat. Also Respekt vor den Religionen, dass die Vernunft immer weiß, eigentlich bin ich noch tiefer, ich habe eine Beziehung zu Gott und Gott will mir vielleicht etwas sagen, die Vernunft, wir sind nicht ganz autonom. Die Religionen halten diese Sachen in Erinnerung und sprechen sie auch aus. Und es tut uns gut, immer auch ein Ohr dahin zu haben, aber vielleicht eben nicht mehr so nur der eigenen Schule folgend. Das ist für die Kirchen und Konfessionen nicht so einfach, so Leute zu haben, die auch umschauen. Man hatte in unserer Kirche so Patchwork-Religion geschumpfen. Wer nicht der richtige Protestant ist, auch nämlich meditiert oder Yoga macht oder esoterische Liter und da nimmt, was, das ist ein Patchwork-Religion, das ist nicht mehr unsere. Aber unsere Vernunft ist Gott sei Dank so beweglich und dynamisch, dass ein Patchwork eigentlich auch etwas Schönes ist, wie da diese Moschee. Und ich zeige Ihnen jetzt noch ein Bild, ein letztes, von einem Schweizer Philosophen. Dem möchte ich mich, bin jetzt seit 2 Monaten pensioniert, dann wieder mehr widmen. Ich habe ihm meine Schlussarbeit gewidmet im Studium. Er hat 1830 seine Werke, eine Metaphysik und eine Logik geschrieben. Und er ist ein Schüler von Schelling. Und diese Idealisten und Romantiker, die wollten wirklich die säkulare Vernunft in ihre heilige Würde setzen. Sie so weit ganzheitlich erfassen, dass sie quasi den Menschen auch in ihrer, seiner Totalität und Religiosität darstellt. Die haben gerungen, auch ein Weltbild zu machen, wo eigentlich alles drin ist. Troxler ist bekannt dafür, Paul Ignaz Vital Troxler, für seine Anthropologie, der Mensch als Körper, Leib, Seele und Geist. Und hier hat er den Menschen, da ist Gott und da ist die Welt, und da ist Gott als Sohn, das ist der Mensch, jeder Mensch ist ein Sohn Gottes, und hier ist der Mensch in Geschlechtervereine, also der Mensch hat Geschlechtlichkeit wie die Tiere, er vermehrt sich, aber er ist auch ein Geschichts-, in der Geschichtsentwicklung. Und dahin, schon da, hat er Instinkt, Vernunft, Offenbarung, Vorsehung. Aber als Geschichtswesen ist er berufen dahin, auch in der Notwendigkeit, Gesetz und Natur zu leben, aber auch Freiheit, Gnadenwirkung und Wundermacht ist dem Menschen verheißen. Das ist eine alte Zeit, diese Philosophen wurden total vergessen. Die wollten damals noch wirklich die Wissenschaft auch religiös machen, eine religiöse Philosophie als Grundlage der Moderne, der Universität. Und 1840, 50 hat man die nicht mehr ernst genommen. Wir wollen jetzt nur die irdische, säkulare Welt mit der kantianisch geprägten Vernunft wieder erforschen. Aber ich will damit nur sagen, die säkulare Vernunft ist noch nicht am Ende angekommen, denn die Leute, die ganz vernünftigen Leute, die reden heute auch wieder von Chakras und von Heilkräften und von anderen feinstofflichen Körpern, die wir vielleicht auch noch haben. Also die säkulare Vernunft ist unterwegs, auch ganzheitlicher den Mensch zu denken, und so kann er dann vielleicht auch die Religionen besser würdigen und auch erklären in vielen Sachen mit Phänomenen des Religiösen. So, jetzt habe ich Sie lange hingehalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir können, wenn wir Sie mögen, noch ein bisschen diskutieren. Zum Schluss noch den Rabbiner von St. Gallen, der nächstes Mal hier zu Gast sein wird.
Und wie schön, dass die Religion vor mir auch einen Horn hatte. Sie haben das auch in unserer Tradition und möchte ich das Ihnen auch vorführen. Das erste Blasen ist, die Leute zusammenzurufen. Das zweite ist die Beichte. Da wird der Ton rauf und runter, rauf und runter. Und dann wird Gott neu gekrönt über die ganze Erde. Und am Ende ein langer Blasen, ein Blasen des Friedens, nicht nur für uns Juden. Aber wenn Juden Frieden haben, hat dann die ganze Welt einen Frieden. Amen. Kennen wir hier dazu. Über die ganze Welt, auf dass alle Menschen Frieden haben, nicht nur die Juden. Aber wenn die Juden Frieden haben, haben alle Frieden, sagt er da. Ja. Ja, sehr herzlichen Dank für diesen unglaublichen Weg, den du mit uns gegangen bist, für die vielen Türen, die du geöffnet hast, die vielen Räume, die wir betreten haben. Und schon haben wir sie auch wieder verlassen, weil man gar nicht überall bleiben konnte. Ich habe irgendwann mal gelernt, im ganz anderen Zusammenhang, erst differenzieren, dann integrieren. Ich denke, heute ist beides geschehen. Differenzieren müssen wir, aber es geht ebenso um die Integration, um das Miteinander, um diese Offenheit, um Offenheit, die zu diesem Miteinander führt. Herzlichen Dank.